So, hallo, wir machen weiter. Bei Isaac, beziehungsweise fangen zum dritten Mal von vorne an in dieser Aufnahme mit Samson. Es wird irgendwie einfach nichts. Ich glaube, daran wird sich auch nicht viel ändern. Aber hey, Hauptsache Parts. Und der Jan und der Sani, wollte ich gerade sagen. Dani sind immer noch dabei. Ja, ich bin Sani. Ich bin auch bekannt. Hans Runge. Unter dem Namen Sani. Ich bin Hans Runge, genau. Ey, da ist schon wieder so ein Fass oben drin. Was ist das? Alter, was ist denn das schon wieder? Das geht wieder. Lauf da jetzt mal gegen, bitte. Ich möchte das jetzt wissen. Das explodiert ja auch sonst nicht, wenn du dagegen läufst. Ja, das freue ich mich aber nicht. Mein Gott, no risk, no fun, Connor. Nee, jetzt habe ich gerade neu angefangen. Ja, eben, deswegen bist du sowieso noch am Anfang. Ich habe aber schon einen Schlüssel. Dann wäre der Schlüssel weg. Und da ist schon der Itemraum für den Schlüssel. So. Ja. Fuck. Guck mal, der arme Samson weint schon wieder, weil du ihn nicht leiden kannst. Ja, die weinen immer alle. Nein, nur Samson weint. Nein, alle. Nein, Samson weint immer. Sie müssen auch weinen, sonst hätten sie keine Waffen. Aber Samson weint ganz besonders, weil du ihn hast. Bist du Doctor's Remote? Nee, du bist Teleport. Du bist Teleport. Das so, kann man gebrauchen, so, kann man gebrauchen. Zum Beispiel, wenn man in diesen Raum hier gehen will. Oh wow, sogar. Rupees Teil. Was macht der? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich meine, dass du da irgendwie Kisten bekommst. Entweder goldene oder rote oder so. Achso, ich nehme ihn einfach mit, ja, dann her damit. Das ist ein Tampon, ja. Ach, upon ja, clearing a room, the tail gives a good chance to drop either a brown or a gold chest with equal probability. Ja, ich bin hier gleich tot. Macht also gar nichts. Ja, achso, Gott. Scheiße, ich hasse diese Viecher. Okay, ich weiß davon. Tampon. Entschuldige, ich dachte, das wäre ein Kondom gewesen. Nein, hey, das ist meine Katze. Ach, Mann. Ein Kondom aus Cherokee-Haaren, ja, das ist... So. Ja, vielleicht sind die so dicht, dass sie dicht sind. Weiter Anlauf. Mit dem Gameboy. Gamekit. Ja. Gott, ist das laut. Okay. Alter. Klasse. Warte, ich mach meins auch noch an. Ich finde mein DS noch nicht mehr. Bist du übrigens auf Route 7 vor der Pokémon-Version? Hey, du bist Pac-Man. Ich brauch eine Bombe. Ich wollte jetzt vom Alkan zum Halogen-Alkan vorlesen. Ich hab einen Stein gesehen, ich brauch eine Bombe. Bei Belichtung entfernt sich ein Gemisch aus Methan und Brom. Als Produkte dieser photochemischen Reaktion erhält man Bromwasserstoff und Methan. Ein Halogenalkan. Nix bekomme ich, gar nix. 4 Scheiße. Gas plus BR2 oh, nein. Gas als Reaktionsstarter Licht wird zu CH3Br Gas plus HBr Gas. Im Methanmolekül wird dabei ein Wasserstoffatom durch ein Bromatom ersetzt. Allgemein bezeichnet man eine solche Reaktion, bei denen eine Molekül, ein Bindungspartner, durch einen anderen ersetzt wird, als Substitutionsreaktion. Kommt vom lateinischen Substituere, an die Stelle setzen. Organische Reaktionen laufen meist in mehreren Teilschritten. Der Vorlauf wird modellhaft durch einen Reaktionsmechanismus beschrieben. Die Startreaktion, Brommolekül plus Licht als Reaktionsstarter, werden zu zwei Bromradikalen. Hey, was hast du da? Hast du da das Sacred Heart gehabt? Nein, Gottes Willen. Ich hab da nur einen Würfel gesehen. Okay, gut, ich mach dann weiter. Du hast einen Würfel gesehen und gedacht, das ist das Sacred Heart. Ja, das Sacred Heart sah auch aus wie ein Würfel, oder nicht? Nein, das sah aus wie ein Sacred Heart. Ich finde, das sah aus wie ein Würfel. Schön. Nein. Gib mir einen Schlüssel, Jan. Okay, hier, nimm. Vielleicht ist da ja einer drin. Jetzt nimm den Schlüssel doch. Ja, leider keiner drin. Warum nimmst du den Schlüssel nicht? Ich halte dir gerade einen Schlüssel hin. Jan, ich hätte ja. Nimm den doch. Ich halte dir auch gerade 50 Euro hin, du nimmst es ja nicht.
Nö, ich brauch keine 50 Euro, hab ich nicht nötig. Du sollst die auch nicht rauchen. Hä, ich brauch keine 50 Euro. Du wolltest den Schlüssel haben, jetzt nimm ihn doch auf. Ja, ich... Warte mal, nimm ihn. Ah, leck mich am Arsch, kommt da viel raus. Um dich mal kurz zu zitieren. Mal wieder kein Schlüssel drin gewesen. Was ist das denn hier von... Wow. Ja, töte dich. Ist dieser Gegner in irgendeiner Weise schwer? Nein. Okay, ich mach, du hast übrigens in dem Raum da drüber auch noch ein Herz. Du könntest nochmal in die Bloodbank gehen. Hab ich nicht, da komme ich noch nicht ran. Also ich käme ran, ich müsste aufbomben. Stimmt, ja. Also gilt ja, bitte. Gilt das mit dem Bombs-Akis immer noch? Was? Gilt das mit dem Bombs-Akis immer noch? Ah, nee, das war im letzten. Nee, das war eine Pille. Zum vorletzten. Das war einfach nur eine Pille. Eine Aktivierung von einer Pille war das, mehr nicht. Sure. Oh, schon wieder der Raum. Vielleicht droppt das Teil ein Herz. Nein. Nope. So, radikalische Substitution. Die Halogenierung der Alkane verläuft nach dem Aktionsmechanismus der radikalischen Substitution. Dabei laufen folgende Teilreaktionen ab. Die Startreaktion. Durch die Absorption von Licht wird die Bindung im Brommolekül gespalten. Bei dieser Homolyse, griechisch Homos gleich und Lysis Auflösung, entstehen zwei Bromatome mit je einem ungepaarten Elektron. Solche Teilchen mit ungepaarten Elektronen werden als Radikale bezeichnet. Radikale sind sehr reaktionsfähig. Kettenreaktion. Ein Bromradikal reagiert mit einem Wasserstoffatom des Methanmoleküls zu einem Bromwasserstoffmolekül. Dabei bleibt ein Methylradikal als reaktionsfähige Zwischenstufe zurück. Dieses Radikal reagiert mit einem weiteren Brommolekül zu einem Brommethanmolekül. Dabei entsteht wieder ein Bromradikal, das für die Reaktion mit einem weiteren Methanmolekül zur Verfügung steht. So läuft die Kettenreaktion weiter. Abbruchreaktion. Reagieren zwei Radikale miteinander, bricht die Kettenreaktion ab. Bromradikale können miteinander... Was war das? What happened? Hallo? Jan? Du bist gerade ganz leise geworden. Ich hab wieder keinen Schlüssel. Das ist doch scheiße. Wahrscheinlich ist seine Mutter ins Zimmer gekommen und hat sich gewundert, dass der Jan so strebsam um die Uhrzeit noch ist. Das ist gut möglich. Hey, da ist irgendwie so ein Meeresrauschen. Was ist denn das? Hallo? Jan, bist du noch da? Jan? Da ist er wieder. Ah, okay. Ja, Dani, du hast... Oh, ich kann mich in den Shop sprengen. Oh mein Gott. Hat sich gefragt, was ich hier noch mache. Wow. Leiter, ich kann nicht. War ich gerade? Ich war gerade, Abbruchreaktion. Reagieren zwei Radikale miteinander, bricht die Kettenreaktion ab. Bromradikale können miteinander zu Brommolekülen reagieren. Mit Methylradikalen können Brom-Methanmoleküle entstehen. Aus zwei Methylradikalen kann sich ein Ethanmolekül bilden. Die Gesamtreaktion läuft nur so lange ab, wie durch die Lichteinwirkung neue Radikale gebildet werden. Das ist dezent scheiße. Ich krieg halt echt nicht den Itemraum. So. Ich bin nur noch für diesen Part, dann mach ich mich weg. Jo. Mach ich weg, bin sein Tun. Na gut, dann gibt's hier keinen Itemraum, ich kann's nicht ändern. Ach, ich krieg Chemie schon hin. Du kannst natürlich nach dem Supergeheimraum noch suchen, irgendwie. Ja, rechts vom Bossraum. Eine Möglichkeit. Aus dem Bossraum gibt's, glaube ich, keinen. Dann gibt's zwei Möglichkeiten. Nee, ja, theoretisch gibt es noch vier. Ja. Weil
beim Itemraum. Das müsste ihn überhaupt erstmal geben. Und es könnte theoretisch auch in dem Stachelraum sein, oder nicht? Vom Stachelraum raus kann man sich nicht sprengen, glaube ich. Nee, natürlich. Vom Stachelraum sind doch ganz häufig die normalen Geheimräume dann. Ja, verrennt. Stimmt. Ja, du hast recht. Ja, lass mal das. Du kannst natürlich auch einfach jetzt die Cheat Engine runterladen, falls du es noch nicht haben solltest. Nope. War das und dann so ein ganz gekonnten Schnitt irgendwie und auf einmal hast du irgendwie 10 Sacred Hearts und was weiß ich was. Oh ja, das fällt bestimmt nicht auf. Ach, das guckt dir sowieso keiner. Sollt ihr noch mehr Chemie haben? Doch, schon wieder Excel. Jetzt habe ich in deinem LP vorgelesen. Ich habe so scheiß Dreck. Was muss ich denn noch machen? Ach nee, ich hab eine Leiter. Ich bin doch blöde. Warum? Oh, ich bin so doof. Warum? Du kannst dir mal erklären, warum man stirbt, wenn man destilliertes Wasser trinkt. Weil das destillierte Wasser keine Nährstoffe enthält, beziehungsweise keine Mineralien enthält und diese dann aus dem Körper entzieht. Glaube ich. Ich hoffe, das wird nicht zum Abschmeckt. Aber es dürfte im Grunde stimmen. Oder? Ich merke schon, die Klausur wird einwandfrei verlaufen. Du bist der MVP, was Chemie angeht. Also war das jetzt genau genug? Stimmt das? Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Dali dazu fragen habe. Ich glaube nicht, nee. Aber okay, ja, wird schon stimmen, Jan. Wie? Ich dachte, du wärst in Chemie auch nicht so schlecht. Ich habe in Chemie meine mündliche Prüfung gehalten. Scheißdreck! Meine Abi-Prüfung. Also dürftest du da wenigstens ein bisschen was in Chemie können. Ja, naja. Oder ist das so ein bisschen wie bei mir in Latein? Ich hab mein Latinum, aber kann nichts. Du hast dein Latinum, ja. Du hast das, was Mario erreichen möchte. Richtig. Stimmt. Was ist das für eine Scheiße? Ja, das frage ich mich auch. Ach, die Klausur wird wirklich einfach. Unser Lehrer ist einfach richtig gechillt. Vor allem hat er beim letzten Mal einer gefragt, die nicht so eine gute Note hatte, warum sie denn nicht gespickt habe. Ja, warum hast du denn nicht gespickt? Da hat einer ja echt viel Bock nach dem Studieren. Das ist richtig super, der Typ. Womöglich hat er ja noch gar nicht studiert und ist trotzdem Lehrer geworden. Ja, genau. Das ist möglich. Er ist Chemie, Physik, Mathe-Lehrer. Na, in der DDR wäre das auf jeden Fall möglich gewesen. Er wird sich einfach da in der Ecke stellen, oder nicht? Ich bin so doof, ich kann ja über die... Scheiße. Ich stehe hier gerade echt ungünstig so. Ich kann ja nicht über die Welt laufen, ich kann ja nur einfach eine links mit der Leiter besetzen. Das geht hier gar nicht, das geht nur bei Lücken, ich bin ja echt blöd. Schlaf, mein Kindchen, schlaf jetzt ein. Och, sing doch Bayush Kabayu. Was? Das ist ein schönes Schlaflied. Das kenne ich aber nicht, wie soll ich das singen? Ein schönes russisches Schlaflied, fängt auch an mit Schlaf, mein Kindchen. Mit Seinsfeld, fängst nicht an, aber so fängt eine Strophe an. Sollst bald werden wohl ein großer Held, der ein Retter unserer Erden und das Heil der Welt, irgendwie so was. Das war mal schön gerappt, Conan. Ne? Wir sind jetzt Bike's Sake. Ja, die 88 wird doch dann immer deutlicher zum Hip-Hop. Nein, die 88 wird nie zum Hip-Hop, Conan. Also ich finde, er hat eben schon sehr authentisch gerappt. Geraped. Raped, wen hat er denn geraped? Also wenn ich jetzt wieder sterbe, habe ich keine Lust mehr. Dann haben wir drei Parts, auch wenn sie scheiße sind. So. Wir können ja irgendwas singen. Ja, sing doch was. Ja, wir singen jetzt Bindsake. Bindsake? Ja. Super Idee. Okay, nein. Ach, ich bin Sake. Warte. Bindsake. Bindsake klingt cooler. Bitte sei hier. Nein! Bindsake klingt wirklich cooler. Dann hätte ich jetzt nicht in den Itemraum sprengen können. Jetzt kann ich mich nicht in den Itemraum sprengen. Ich muss weinen. Vielleicht findest du ja noch einen Schlüssel. Vielleicht mag ich das Spiel ausnahmsweise ja mal.
brauche noch zwei Schlüssel, das ist das Schlimme. Ja, wofür brauchst du den zweiten? Weil wir auf einer XL-Ebene sind, da gibt es zwei Itemräume. Oh. Und zwei Bosse. Oh, der schöne Port. Dann jetzt spoilerst du aber gerade den Con. Ich höre gar nichts. Na 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 na. Also eigentlich spoilerst du den Con gerade dadurch, dass du ihm den Port zeigst. Jo. Gut, dass du es direkt noch gesagt hast, Jan. Ja. Das wird aber auch. So. Ich höre mich selbst übrigens gerade. Echt? Ja, warte, ich mach's noch lauter, dann kannst du dich noch besser hören. Nein, bitte nicht. Also ich höre mich auch immer reden. Ich höre mich auch sehr gerne reden. Vor allem, wenn ich scheiße rede. Das ist eigentlich immer. Also ich wollte, danke. Danke, wie dass du es mir vorweg nimmst. Wolltest du etwa damit andrücken, dass ich nur scheiße rede? Ach Quatsch. Das finde ich aber nicht in Ordnung von dir, Con. Ich find's auch nicht in Ordnung, was ich für eine Scheiße zu sagen. Um Gottes Willen. Warum gehe ich in die Mitte? Warum tue ich das? Du kannst auch über die Lücken gehen, ne? Ja, ich weiß. In dem Fall ist das ja gar nicht mal so geil. Du weißt ja, Conan, je mehr du mich ärgerst, desto schlimmer werden die Level. Weil du da hängen bleibst, wie jetzt gerade. Oh Gott, leck mich doch am. Nimm ihn, leck mich am Arsch. Oh Gott, kommt da viel raus. So heißt es. Kann jetzt endlich mal eins von denen explodieren wenigstens oder alle gleichzeitig? Ja, am besten, wenn du gerade dran stehst. Wie? Das ist Dani beleidigt übrigens, weil er nicht lauter machen durfte. Was? Ja, ich das lauter weg. Machen? Keine Ahnung. Ah, so. Musst du dich noch öfter noch besser? Bitte nur eine fucking Bombe. Das gibst du nicht. Und dann können wir uns vielleicht wieder in den Shop sprengen, wenn er hier ist. Nope. Dann können wir uns aber in einen Geheimraum können wir uns reinspringen. Das ist doch in einen Itemraum können wir uns reinspringen. Das ist doch schon mal schön. Dann nämlich in den hier. Kannst du noch hier nach unten gehen? Das gibt's doch nicht. Wo ist dieses? Ich würde sagen, man kommt von oben in den Itemraum, wenn das geht. Nee, das müssen ja mehrere Räume anstecken und kreisen. Das ist dann hier nicht der Fall. Ich hab keine Ahnung. Oh, ich krieg keinen Schlüssel, ich seh's schon kommen. Ich muss so zum Boss. Das ist natürlich bitte. Schlüssel. Oh, hier sind auch nochmal ganz viele Räume, dann ist hier irgendwo der Geheimraum. Aber nützt mir jetzt ja nichts mehr. Da kommt jedoch. Das ist nichts mehr. Ja, er hätte halt was gebracht, wenn er. Also, klar bringt er mir noch was, irgendwelches Geld oder sowas drin sein könnte. Das kann ich schon einsammeln. Aber ich wollte halt eigentlich nutzen, um den Schlüssel zu umgehen. Davon ist nichts mehr zu sehen. Oh, dieses. Blöde. Triffst du das irgendwie nicht? Kann das sein? Ja. Erkannt. Yes. Jetzt kannst du es gar nicht mehr treffen. Doch, ganz wohl. Yes. Oh. Und statt nur Münze. Meine Fresse. Scheißraum. Oh, Dani hat wieder seine Männlichkeit unter Beweis gestellt. Was? Hab ich gar nicht gehört. Was hörst du eigentlich? Dich. Das ist scheiße. Oh Gottes Willen! Oh Gottes Willen! Ab in die Itemräume. Das muss echt scheiße sein, dass du nur mich hörst. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Danke, Conan. Gerne doch. Und wieder ein weiteres Level Pass abgefunden. Sehr gut. Lief. Bringt zwar gerade nicht so viel, aber grundsätzlich ist das okay. Auf jeden Fall kein Item, was man von der Bettkante schubsen würde. Wobei das bei dem Magneten. Nein, muss nicht sein.
Diese scheiß Penis-Piercings, ne? Ah, das ist Gott! Und du willst ja nicht. Och, was will ich denn werden, damit? Ne? Jetzt behalte ich doch lieber den Gameboy. Aber ich muss es einsammeln, mal kurz. So. Also, Con, du willst ja nicht gespoilert werden, ne? Was, wie, wo? Ja, in welchen Dingen, ne? In allen. In allen Dingen. Dann wäre ich an deiner Stelle schön vorsichtig und würde aufhören, da ist übrigens eine Münze, die auf dich zukommt. Ich hab's gesehen. Und würde aufhören, die Leute, die dich eventuell spoilern können und dazu auch in der Lage sind, psychisch, nicht zu sehr ärgern. Willst du mir drohen? Ja. Aha. Das gebe ich offen zu, ja. Warum? Geht jetzt erst ab. Super. Das hat... Naja. Hauen wir erst die Kleinen weg. Also. Dann ist der Schaden auch da. Horason ist eine wichtige Person. Ach, verdammt. Ist Trafalgar Law und... Ich höre gerade eh nicht zu, Jan. Aber du spoilerst ja nicht nur mich, du spoilerst ja auch Zuschauer. Ach ja, das guckt doch keiner. Höchstens du noch mal. Der Falke spoilert übrigens auch gern andere Leute. Sehr gut, ich mag es. Hat er geschrieben, wie war das? Er hat irgendein Bild offensichtlich drin von irgendeinem Charakter. Ich weiß gar nicht, ob es ein Naruto-Charakter ist. Ich habe keine Ahnung. Und hat ihn mal irgendwann einer angepöbelt, deswegen, dass das ein Spoiler wäre. Und dann hat er, glaube ich, irgendwie... Oh Gott, nein, ich bin tot gleich. Das ist nicht gut. Wieso läufst du da rein? Oh Gott, ich hab dich erfunden. Hallo Sonne. Verdammte Scheiße. Jetzt ist Scheiße. Ich werde nie mit Samson bis zu Blue Baby kommen. Jetzt muss ich da mal ganz kurz gucken, ob ich das Bild erkenne. Das war's auf jeden Fall. Oh. Ich, jetzt ich bin da jetzt auch weg, ich spoiler Conan dann nur noch im Chat. Ich glaube, ich habe das mit Falke zu Ende erzählt. Sorry, Falke, falls ich irgendwas verdreht habe. Du bist übrigens extremst leise geworden. Ja, weil ich... Sorry, Falke, falls ich was verdreht habe. So, weil ich das Ding hier gerade vor... Weil ich so laut weinen musste, habe ich das runtergeschoben. Nein, doch nicht. Jetzt haben wir schon 1:45, ich muss ins Bett. Ich habe dich doch noch gar nicht richtig gespoilert. Das war nix. Unter welchem Part hat der Falke zum Beispiel kommentiert? Das müsste der erste neue Isaac-Part sein, da wo wir über Spoilern geredet haben. Achso. Also jetzt noch mit Samson? Nein, der erste neue Isaac-Part, wo du dabei warst. Ist das nicht der erste neue Isaac-Part? Denn da haben wir Eve gespielt. Ach so. Das heißt der, wo ich so. Also 3 zurück von jetzt, noch mit Samson. Böses Besteck. Also. Genau. Warum böses Besteck? Weil ich das Messer eingesammelt habe und das Messer böse war. Erstmal. Dann war's cool. Ach man, ich würde schon gerne noch eine Runde machen. Das ist so super. Naja, wir sehen's jetzt auf jeden Fall nicht. Danke fürs Zugucken. Und tschüss.